Es ist nicht ganz die Jubelpose von Oberhof. Simon Schemp im Ziel nach einer Woche Ruhpolding. Platz 7 im Verfolger. Nicht schlecht, aber die Ansprüche sind andere. Ja, ich meine, er bringt ja jetzt wirklich konstante Wettkampfleistungen. Und das ist für uns im Hinblick jetzt, was Antolz betrifft und AWM, immer das Entscheidende, die entscheidende Analyse, was wir bis jetzt haben, dass es wirklich gut funktioniert. Locker bleiben ist wichtig für Simon Schemp bei seinem Heimweltcup. Hier will er brillieren. Damit die anderen was zu feiern haben. Wie geil! Simon Schemp ragt als Fanliebling heraus. Schon längst ist er mit seiner Wahlheimat fest verbunden, auch wenn sie ein bisschen laut war in diesen Tagen. Gut, heute Nacht bin ich hier um 3, glaube ich, aufgewacht, weil ich dachte hätte, die Box wäre genau neben meinem Fenster von der Party im Ort drin. Es hat ganz schön Gehalt, also da ist eine Menge los. Speziell hier jetzt im Wettkampf ist es wirklich toll zu sehen, dass einfach so viele Zuschauer auch da sind. Er saugt diese Zuneigung auf. Gesund, fit, voller Tatendrang. Die Staffel läuft auf den 3. Platz. Und auch im Sprintrennen zeigt Schemp, dass er wieder voll da ist nach einem schwierigen Dezember. Angriffslustig für die heutige Verfolgung. Und dann kommt der Arnpeifer ein bisschen zu nah. Und dann hat es ihm seinen Ski verschlagen und ich bin einfach saudumm mit meiner Schaufel irgendwie gegen seinen Ski gekommen. Es ging so schnell, Da habe ich gedacht, das ist jetzt nicht wahr, aber irgendwie, Aber die beiden kämpfen sich heran mit perfekten Schießen. 6 Athleten können gewinnen, als es zum letzten Mal auf die Schießmatten geht. Diese Situationen kennt Champ, er mag sie, aber heute schießt er seine einzigen 2 Fehler beim letzten Schießen. Statt Podium, Platz 7. 2 Fehler, das ärgert mich schon, weil es halt einfach vorne dann die Post abgegangen wäre. Ich habe mich heute wirklich sehr gut gefühlt gehabt und da wäre ja mehr drin gewesen, aber muss ich so hinnehmen. Die Party in Ruhpolding ist vorüber. Für Simon Schemp geht sie erst richtig los. Nächste Ausfahrt Antholz und die WM in Hochfilzen.